Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Assassin's Creed Rogue. So, rauf da jetzt. Und synchronisieren, Leute. Die schöne Gegend von New York angucken. Sonnenauf- oder Sonnenuntergang kann ich gerade nicht sehen, aber ich glaube Sonnenaufgang. Ist nur ein bisschen nebelig. Und runter. So, ich will die Kiste da haben. Die muss ein bisschen oben oder unten. Ich schätze mal unten. Die wird hier wo sein. Vielleicht oben am Dach. Ja, die wird am Dach sein. Also nicht ganz am Dach, aber oben. Jo, hier wird sie sein, genau. Und da ist sie auch schon. Zack, ist unser. So, was können wir hier Feines machen? Holen wir uns mal den Kriegsbrief. Der ist da drüben. Nicht weit, 50 Meter. You want to run this gang? Ich mag meine Assassinen, so Leute. Ihr habt's verdient. So, wer war das jetzt? Wer hat auf mich geschossen? Komm, zeig dich, du feiger Hund. Du! Ja, du! Okay. So, das merkst du dir hoffentlich. Ich mischt euch ein. Das ist mir recht. Also, steppt ihr wieder aus. Kein Problem. Guckt euch alle, hä? So, Ruhe ist hier. Kann ich jetzt diesen Kriegsbrief hier bitte haben? Danke schön. So, haben wir auch. Nice one, nice one, nice one. Hier haben wir nur einiges zum Freischalten. Ich würde sagen, dann holen wir uns diese Kiste hier. Die ist ein bisschen weiter weg. Die ist in diese Richtung. Dann gehen wir da am besten hier raus, würde ich sagen. Jetzt nach links. Weg da, ich abseile ich. Undesirable element is out. So, links wieder. Das nächste Mal, wenn es geht, rechts hier. Komm mal rein. Geh weg da. Und da drüben ist schon meine Kiste. Hier soll sie sein. Die muss oben sein. Dann gehen wir rauf. Da ist sie. Feines Kistchen. Komm, gib mir Kohle. Ja, Leute, das hat sich doch rentiert. Jetzt nicht übermäßig, aber doch gut. Schauen wir, was wir als nächstes machen. Das Fragment hier. Das liegt zwar schon in einer anderen Gegend, aber das ist ja egal. Ist doch nicht schlimm, Leute. Das ist da drüben bei dem Baum. Jetzt muss ich schauen, wie komme ich von den Häusern da drüben. Okay. Alles klar. Alles klar. Kein Problem. Wir sind hier hoch. Und hier rüber. Und schon haben wir es. So, was können wir hier noch machen? Wir könnten das da machen. Da ist wieder oben ein Fragment. Boah, wie ich das hasse. Aber okay. Kann sich nicht ändern. Ich muss es ja machen. Ja, müssen nicht, aber wir brauchen den Turm schon. Da kann man nicht einfach sagen, nö, interessiert mich nicht. Das werden wir machen. Das holen wir und das werden wir auch schaffen. So schwierig ist es auch wieder nicht. Aber diese Runterfliegerei ist insofern lästig, weil auf den Schrägen fliegst du immer runter. Das ist richtig ungut. So, ich würde sagen, zuerst synchronisieren und dann das Ding da holen. Das Synchronisieren, das geht auf den Weg sozusagen. Und synchronisieren.
So, jetzt holen wir das dann noch. Da müssen wir ganz rauf. Das wird jetzt ein Abenteuer. Oh, geh rauf, geh rauf, geh rauf. Und wir sind on the top. So, wo geht's runter? Ich glaube hier. Alle hopp! Jawohl, nice one. So, jetzt schauen wir auf der Karte, was wir als nächstes holen. Wir holen. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Da haben wir ja schon fast alles. Hier ist noch einiges da. Ich würde sagen, die Kiste. Da, diese Richtung. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber da sind wir ja gleich. Das ist ja kein Problem. Weg da. Die Seite, Junge. Och, 150 Meter, das geht doch locker, Leute, ne? Da entlang. So, jetzt müssen wir da ein bisschen rüber. Und hier können wir Kohle holen, das können wir so nebenbei machen. Das gibt's hier. Wow, das hat sie rentiert. Ey, oder was anderes, Leute. Machen wir doch die Flotte wieder. Schau mal, was sie hier getan hat. Die Seekampagne, ich liebe sie. Das haben wir geschafft. Belohnung, wow. Krieg sogar Kohle für den Scheiß. Haha. Ein Sammelobjekt haben wir. Jawohl. Alles erfolgreich, nice one. Die Schiffe sind zwar beschädigt, aber das rentiert sich schon. Und die gute alte Duke hat ihren Auftrag auch geschafft. Nice, nice, nice. Guter Duke. So, die reparieren wir jetzt alle im Dock. Und dann machen wir wieder Aufträge. So. Da haben wir 9. Cartagena. Ein spanischer Gouverneur in Cartagena arbeitet für uns und will uns ein Dokument senden, das er für wichtig hält. Schickt einen Templergesandten, um es abzuholen. Also. Trügerisch. Oh. Was haben wir da? Fregatten. Oh, das wird jetzt hot, hot, hot. Da müssen wir uns bemühen. Wir werden es auf jeden Fall händisch machen. Wir schicken da 3 Fregatten und werden die in Grund und Boden schießen. Gleich mal Fässer, Feuerfass. Noch ein Feuerfass. Und noch ein Feuerfass. 3 Feuerfässer. Jawohl. So, das hat denen ordentlich mal Zunder gegeben. Und wir schießen. Jawohl, fast versenkt. Ein Feuerfass noch zusätzlich. Jetzt haben wir ein bisschen passiert, aber nur ein bisschen. Feuerfass. So, 2 haben wir versenkt, der dritte ist auch gleich weg. Jawohl! Mit Gravur gewonnen und kein Schiff verloren. Nice one. Sehr gefährlich war die Route. So, das müssen wir noch wirklich hier ein bisschen runterspielen. Das Schiff reparieren wir. Das Schiff reparieren wir auch. So. Die eine Brick, das kann die eine Fregatte auch alleine. Schießen wir in Grund und Boden. Ein Feuerfass kriegt sie auch noch. Bam. So, ich schieße zuerst. Bumm. Und weg ist sie. Ohne Schaden zu nehmen. Yeah. Gut, ich hatte auch eine Fregatte. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Leider haben wir kein Feuerfass gekriegt. Aber es geht zurück, der Gefährlichkeitsgrad. Einmal müssen wir noch. Was haben wir jetzt? Kanonenboot und Schoner. Gut, das sollte gut gehen. Wir machen das hier so. Die schießen wir in Grund und Boden. Oh, das Kanonenboot darf mal schießen. Die kitzeln uns ein bisschen. Aber sie können schneller schießen, ne? Aber wenn ich dafür schieße, dann ist nichts mehr da. Die schießen 2-mal, während ich noch gar nicht geschossen habe. Das ist doch lustig. Darf ich auch mal schießen, Leute? Hier schießt jeder vor uns. Aber wenn wir schießen, Leute, dann geht's ab. Jawohl, gleich den Schoner versenkt. Ah, die kitzeln uns ein bisschen, ne? Und treffen mich mal, das ist der Hälfte. Der nächste weg und jetzt nur der letzte. Zack! Ruhe im Karton. Sieg. Aber das war schon klar, ne? Ein Feuerfass haben wir wieder gekriegt, das Routenrisiko geht runter und wir sind grün. Wir können das angehen hier.
Und zwar schicken wir die Blanche. Die darf diesen Auftrag übernehmen. Rio de Janeiro. Da müssen wir zuerst sichern hier. So, die Schiffe reparieren auch. Das wäre nice, wenn die sich irgendwie automatisch reparieren, weil das händische Gedrückte, das ist ein bisschen ungut, sage ich mal. So, eine Fregatte, zwei Brig. 2% Erfolgsaussichten. Das schauen wir uns an, Leute. Das machen wir jetzt. 2% werden wir gewinnen und ich sag's euch, wir hauen den in den Arsch voll. Ein Fass. Bam. Und noch ein Fass. Bam. Und noch ein Fass. Bam. So, die Fregatte ist schon mal weg. Jetzt wird hart geschossen. Jawohl, der hat gepfeffert. Jetzt schießt mal der Gegner. Der will uns rammen. Oh, ist der lustig. Hat er wieder ein bisschen Damage gemacht? Ich darf auch schießen. Die 2% Gewinnchancen. Und ich sage euch, die werden wir vernichten. Bam, der ist auch weg. So, viel bleibt da nicht mehr über von dem Gegner. So, weg ist er. Jawohl, mit 2% Gewinnchancen haben wir gewonnen. Nice one. Ist nicht so schwer, die Seekampagne. Das geht eigentlich. So, wir müssen nochmal sichern. Und die Schiffe hier reparieren. So, jetzt werden wir das automatisch machen, weil mit Schoner muss man jetzt nicht hier rumeiern. Aber was wir da Schaden nehmen, diese automatischen Kämpfe, die sind nie gut, Leute. Ich kann euch die nicht empfehlen, da fährt ihr immer ein. Macht's lieber selbst. Das bringt euch mehr. So, wir schicken die Terpsichore. Das machen wir auch. Schicken wir das. Wir müssen ja nicht immer sichern, es geht auch so. Wir haben noch viele Aufträge vor uns. Das ist richtig cool. So, eine Fregatte hier. Die schaffen das schon. Muss man nicht immer sichern, das haut schon hin. Die ersten Aufträge sind nicht so schwierig. Sobald es nur ein bisschen gefährlich ist, ist das schon in Ordnung. Hoppala. Das hätte ich reparieren sollen, das Schiff. Das habe ich jetzt irgendwie übersehen. So, wir brauchen Essen wieder. Das können wir machen. Aber vorher reparieren wir das Schiff und dann schicken wir es los. So, go. Essen brauchen wir. Kriegen wir irgendwo Essen? Mal drucken. No, das haben wir schon genug. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Gut. Ich würde sagen, das war's dann. Gehen wir weiter zu unserer Kiste da. Die ist da drüben. Die muss irgendwo sein. Nice, nice one. Ja, ist schon in Ordnung. Das hat sich schon rentiert, die Kiste. Und wir holen uns noch das Kreuz da und vielleicht diesen Schatz. Vielleicht geht sich das noch in der Folge aus. Da muss man schauen, wie widerspenstig die sind. So, da muss man hin. Das ist... wo genau? Dahin. Und graben. Templerkreuz haben wir wieder. Nice. Und den Shanti würde ich gerne haben. Da muss ich aber nach oben. Da müssen wir wieder schnell sein, weil sonst haut der wieder ab. Das ist ein bisschen blöd, diese Shantis. Da musst du wirklich schnell sein. So, und zwar... Zack. Er wird uns nicht entkommen. Komm, 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 go, go, go. Wir haben ihn. Ey, absolut. Nice one. So, was gibt es hier? Gemischtwarenladen. Da kann man irgendwas kaufen, glaube ich. Holen wir uns noch die Templerkarte. Machen wir das noch einfach. In dieser Folge geht sich das noch aus, Leute. Das schaffen wir. So, runter da. Ja. Fünfzig Meter, 40,
30! Wir kommen in den Plakat. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss!